Women's Science. Die Situationen, Bedarfe und Visionen geflüchteter Frauen zu erforschen, ist das Ziel des Projektes Women's Science. Anders als normalerweise forschen hier Frauen mit Fluchterfahrung selbst und bringen somit ihre ganz eigene Perspektive ein. Die Robert-Bosch-Stiftung beschäftigt sich mit der Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft und fördert die gleichberechtigte Teilhabe von allen gesellschaftlichen Gruppen. Und darum liegt uns das Projekt Women Science so am Herzen, dass wir es sehr gerne gefördert haben. Geflüchtete Frauen sind aktiv hier am Prozess beteiligt, haben die Forschungsfragen selbst entwickelt. Es wird nicht über sie gesprochen, sondern sie können ihre Stimme selbst erheben. Und es findet gegenseitiges Lernen statt. Wir haben natürlich als Träger und als Projektleitende auch sehr viel davon profitiert, weil wir uns auch mit ganz anderen Fragen natürlich beschäftigt haben und auch ganz anders diskutiert haben. Und dadurch hatte man natürlich auch andere Ergebnisse, als wenn man jetzt als außenstehende Person sozusagen kommt und Befragungen oder durchführt. Ja. Weil eben auch zielgerichteter dann bestimmte Angebote zum Beispiel gemacht werden können. Also das Thema von Integration von geflüchteten Frauen in dem Arbeitsmarkt ist nicht so oft in Wissenschaft thematisiert. Deswegen finde ich diese Citizen Science Ansätze einen großartigen Schritt, in dem Frauen Blicke von deren Lebensrealität einbringen können. Und das ist wiederum ein Vorteil für die Wissenschaft und auch für Arbeitgeber, die auch dadurch konkrete Handlungsempfehlungen kriegen können. Hallo, Lama Ahmad, Mrs. Kindertelto. Mein Projekt ging um die Auswirkungen der Angst- und Sicherheitsfaktoren auf die soziale Teilhabe geflüchteter Frauen. Am Anfang sollte ich Vertrauensbrücke aufzubauen mit diesen Frauen. Und das könnte ich schaffen nur mit Empathie, mit Augenhöhe reden. Und auch das, was mir geholfen hat, ist die ähnliche Erfahrung mit diesen Frauen. Ich habe über die Kopftuch und Arbeitsmarkt geforscht. Es gibt viele Frauen, die Kopftuch tragen in den letzten Flüchtlingswellen. Und sie möchten integrieren, sie kommen mit Qualifikationen und Erfahrungen. Aber auf der anderen Seite, es gibt Arbeitgeber und manchmal sie haben Verurteilung und ignorieren diese Qualifikation und Erfahrung. Meine Muttersprache spielt eine große Rolle mit meiner Forschung, damit ich andere Frauen verstehe und die anderen Frauen mir vertrauen. Ich möchte eine Verbindung machen zwischen diesen Frauen und die anderen Seite, die deutsche Gesellschaft, weil manche Personen, sie können gar nicht über unsere Kultur. Die Erfahrung unserer bisherigen Arbeit ist, dass sehr viel über bestimmte Zielgruppen, unter anderem Frauen mit Fluchterfahrung, gesprochen wird und dass Angebote für sie entwickelt werden, aber ohne dass sie mit einbezogen werden. Und mit diesem Citizen Science Ansatz, gerade jetzt in diesem Projekt Women Science, wofür wir ja sprechen können, ist es gelungen, dadurch, dass die Frauen selber geforscht haben und zu ihren eigenen Themen, die sie interessieren und mit der Zielgruppe, zu der sie ja selber sozusagen auch gehören, konnten sie einfach viel näher rangehen. Der Name unseres Projektes war Studium und Flucht. Dadurch konnte ich forschen, was für Schwierigkeiten und Probleme die anderen geflüchteten Frauen auch hatten, was ich dachte, dass ich nur selbst erfahren habe. Durch dieses Projekt habe ich herausgefunden, dass es vielen anderen Frauen so ging. Die Situation bei mir war, da ich viele Kontakte von anderen Frauen, die an der Uni studieren haben. Und wir konnten die Fragen zusammen erstmal diskutieren, welche Probleme die haben, welche die erlebt auch. Und was hatten sie also von Erfahrungen, was hat die Uni schon angeboten. Zu Ende hatten wir auch viele Erfahrungen und viele Ergebnisse bekommen.
und das war echt gut. Die wichtigsten Ergebnisse von unserem Projekt Frau Raume und Empowerment waren Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Studium, Kopftuch schlecht behandelt, Wohnung suchen und auch Arbeit zu finden. Und die wichtigen Ergebnisse von meiner Perspektive war über die Psychologie-Bereich, weil die meisten Frauen, die nach den 3 oder 4 Jahren in Deutschland haben, die ähnliche Probleme wie die neue kommende Frauen. Ja, das stimmt ja zu, Jasmin. Und auch ich finde, mit unserem Projekt können wir zu wissen, dass die flüchtlinge Frauen oder migrantinnen Frauen sind nicht zufrieden mit der Qualität des Sprachkurses. Immer die Lehrerin war nicht als Lehrerin gearbeitet. Sie, ich glaube, das ist in Magdeburg besonders. In Berlin auch. Wir haben diese Probleme leider. Richtig, aber die meisten sind Kunstlehrer oder. Sie hat einen Master in anderer Fach. Aber das ist, glaube, das ist nicht gut. Ich hoffe, dass mit Männern können wir diese Probleme zu helfen. Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse, die die Co-Forscherinnen in diesem Prozess zustande gebracht haben. Den Blick für neue Perspektiven öffnen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Citizen Science kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Herzlich willkommen in Berlin. Ja, vielen Dank.